Das Wort hat nun der Kollege Jan van Aken für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in Kunduz ging es nie um die Tanklaster. Es ging darum, Menschen zu töten. Und ich zitiere jetzt hier nur aus öffentlichen Quellen. Und ich habe keinen Grund, an deren Seriosität zu zweifeln. Kurz vor dem Bombenanwurf, da fragten die beiden amerikanischen Piloten fast schon verzweifelt, worum geht es denn jetzt? Geht es um die Tanklaster oder um die Menschen? Und da gab es eine ganz klare Antwort aus dem deutschen Lager. Wörtlich, ich zitiere, wir wollen die Menschen töten. Punkt. Kein Wort von den Tanklastern hier. Und ein paar Minuten später waren über 100 Menschen tot. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen einzigen Angriff mit deutscher Beteiligung, bei dem so viele Menschen getötet worden sind. Vernichten, das ist das Wort, das Oberst Klein dafür benutzt hat. Bis heute wissen wir immer noch nicht, wie viele unschuldige Zivilisten dabei auch zu Tode gekommen sind. Auf jeden Fall waren es sehr, sehr viele. Und dann setzt sich der Herr zu Gutenberg ins deutsche Fernsehen und sagt, wir brauchen, Zitat, eine notwendige Anpassung an die Realitäten. Sie haben hier gar nichts anzupassen. Herr zu Gutenberg, Sie haben keine Lizenz zu töten. Gezielte Tötung ist nichts anderes als eine Todesstrafe ohne Gerichtsurteil und ohne Gerichtsverfahren. Das dürfen Sie nicht. Das Einzige, was Herr zu Gutenberg hier hat, ist ein Mandat des Deutschen Bundestages. Und dieser Bundestag hat Ihnen niemals die Erlaubnis zum gezielten Töten gegeben. Um es deutlich zu sagen, das vom Bundestag erteilte Mandat umfasst nicht das Recht, Zielpersonen unter Anwendung tödlicher Gewalt wegen einer nur vermuteten Gefahr gezielt zu liquidieren. Und wenn Sie jetzt dagegen protestieren hier in Reihen der CDU, dann sage ich Ihnen, Sie sind doch völlig kriegsblind. Das, was ich eben hier vorgelesen habe, das kommt aus Ihren eigenen Reihen. Das war der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der das hier vor wenigen Monaten im Bundestag gesagt hat. Ich wiederhole, das Mandat umfasst nicht das Recht, Zielpersonen gezielt zu liquidieren. Am 11. Februar ist das hier gesagt worden von dem Verteidigungsministerium. Das heißt, der Bombenangriff von Kunduz war illegal und durch kein Mandat und kein Gesetz gedeckt. So weit sind wir jetzt gekommen. Sie von der CDU und Sie von der FDP, aber auch Sie von der SPD und von den Grünen, Sie haben Deutschland in einen Krieg getrieben, von dem Sie nie die Wahrheit gesagt haben. Sie haben immer von Aufbau geredet und meinten den Krieg. Sie reden vom Brunnenbau und verschweigen die Leichen. Und Sie haben alle belogen und Sie wissen auch ganz genau, warum. Denn die ganz große Mehrheit in Deutschland lehnt diesen Krieg ab. Selbst vor zwei Wochen, vor diesem ganzen Desaster, das Sie jetzt hier angerichtet haben, haben gerade mal 27% der Deutschen für den Krieg in Afghanistan sich ausgesprochen. Und das trotz ihrer ganzen Lügen, trotz ihrer ganzen Aufbau- und Schutztruppenrhetorik. Da war vom Vernichten noch gar nicht die Rede. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Leichen und wir wollen nicht die tagtägliche Zerstörung, die dieser Krieg in Afghanistan anrichtet. Es geht jetzt um zwei Dinge. Erstens, heben Sie sofort das Mandat für den Afghanistan-Krieg auf, das der Bundestag hier vor zwei Wochen beschlossen hat. Denn vor zwei Wochen hat noch niemand hier etwas von Vernichtung gesagt. Das ganze Mandat ist auch unter völlig falschen Voraussetzungen zustande gekommen. Deswegen sagen wir, das Mandat muss weg und der Krieg muss jetzt aufhören. Und zweitens muss Frau Merkel endlich mal erklären, wer wann die Erlaubnis oder sogar den Befehl zum gezielten Töten gegeben hat. Kein Mensch glaubt doch im Ernst, dass ein deutscher Offizier, ich bitte Sie, ein deutscher Offizier, ohne Absicherung nach oben, Regeln verletzt, Amerikaner belügt, eigenmächtig handelt und dann bleiben über 100 tote Menschen auf der Strecke. Irgendwer hat irgendwann hier in Berlin diese Entscheidung getroffen. Und alle, die bei dieser Entscheidung dabei waren, müssen ihren Hut nehmen. Es kann doch nicht sein, dass hier jemand in Deutschland illegale Tötung beschließt und hinterher weiterregiert. Da muss Frau Merkel sich jetzt erklären. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte. Gestern konnten wir lesen, über 8 Milliarden Euro hat Deutschland im letzten Jahr am Export von Kriegsgerät verdient. Ich finde, das sind 8 Milliarden Euro zu viel. Ich danke Ihnen.